Hallo und herzlich willkommen, liebe Planet Coaster Freunde. Ich bin der Zapp. Machen wir weiter mit unserem Freizeitpark. Der da heißt, wie heißt der denn noch? Satuma Park. So, es war mir gerade eben entfallen. Jetzt machen wir weiter und zwar, wir sind finanziell noch nicht über den Berg. Es sieht aber gar nicht so schlecht aus. Wir haben ein paar Herausforderungen geschafft. Wir haben noch, was ist das denn hier? Baue eine Achterbahn mit mindestens zwei. Aha. Ja. Muss ich das? Wahrscheinlich, oder? Irgendwann müssen wir eine Achterbahn bauen. Das nützt ja nichts. Was haben wir denn eigentlich für Möglichkeiten? Guck mal, wir haben sowas hier. Guck mal, der kostet 1800. Wir haben so kleine Schienenfahrzeuge. Wir haben eine Wildwasserbahn. Die wird sich natürlich entweder bei Piraten oder bei Western wird die sich gut machen. Magic Cuts. Ich glaube, das ist mehr für Piraten und das ist für Western, oder? Der Conny Express ist mehr für Western. Achterbahn haben wir auch schon. Da haben wir sowas. Guck mal, die kostet 6.000, 3.000, 10.000. Ich bin begeistert. Was haben wir denn an... Achso, das sind die... Hier haben wir eigentlich fast alles schon, oder? Ja, sieht so aus. Okay. So, pass mal auf. Wir gucken jetzt mal... wir gucken mal auf unsere Parkverwaltung. Da passiert nämlich bei unseren Finanzen Folgendes. Unser Darlehen ist bald zurückgezahlt. Dauert nicht mehr lange. Und dann geht's hier massiv ins Plus. So hoffe ich doch. Guck mal, das, wenn wir den auch noch zurückgezahlt haben, ne, dann ist aber, dann ist toll. So. Und ich sag euch dann, wenn das dann soweit ist, ne, ups, Moment, ich muss mal eben die Taste T drücken, dann kann ich die Kamera besser steuern. Wenn das dann, Achtung Baumspitze, so, wenn das soweit ist, dann gucken wir mal, was wir hier vorhaben. Das Teil habe ich ja eigentlich nur gebaut, weil mir nichts anderes einfiel. Das ist ein bisschen aus der Not heraus geboren. Warum wollt ihr denn jetzt da alle nicht mehr mitfahren? Ist das zu teuer? Oder habe ich zu wenig Leute? Hey, fahr doch mal hier mit. Geht schon wieder los. Aber das stehen jetzt nicht so viele Leute, oder? Muss ich das ganze Ding... Warte, ich guck mal auf die Statistik. Guck mal, das kostet 8 Euro. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu teuer. Okay. Machen wir mal 7 Euro. Machen wir 7 Euro. Ist ein bisschen zu teuer. So, und der Expresspass macht natürlich auch wenig Sinn. Siehst du, das haben die jetzt auch geschnallt. Wenn hier keiner ansteht, da kann man schon drauf warten. So, sollen wir mal mitfahren? Und wir fahren mal mit, oder? Wir können uns ja mal hier irgendeinen schnappen. Wer ist sie denn? Hier. Die Rosalie schnappen wir uns mal. Und fahren mit der Rosalie mal mit. So. So, das guckt jetzt die... Das sieht... Oh, das sieht jetzt die Rosalie. So, kann ich mich jetzt noch hier umgucken? Für die Rosalie? Ja, das kann ich. Guck, jetzt kann ich die anderen Leute sehen. Ich kann jetzt hier raufgucken. So. Und wir sind jetzt die Rosalie. Das scheint hier... Wer ist denn das? Das scheint ihre Freundin zu sein. Und das ist ihre Tochter? Man weiß es nicht. So. Geht's jetzt mal irgendwann zu Ende hier? Wir stehen hier schon stundenlang. Wie viele Leute stehen denn jetzt hier? Warte, ich gucke mir mal die Schlange an. Geht so, oder? Könnte ein bisschen mehr sein. Voll kriegen wir das, glaube ich, jetzt nicht.
Das ist ja auch gar nicht voll, siehst du? Da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben, dass das so ist. Aber es wirkt, wie gesagt, nur aus der Not heraus geboren. So, jetzt geht's los. Steigen die aus? Ich bin gespannt. Habe ich das schon mal einmal gefahren? Ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, in der Alpha war das Fahrgeschäft schon da. Bin ich das jemals gefahren? Ey, geht mal ein bisschen schneller hier. Mensch, ich will auch nochmal. Ja. Ich glaube, das bin ich noch nie gefahren. So, Rosalie, jetzt geht's los. Hoppt it up. Jetzt geht's los. Jetzt läuft sie. Sie setzt sich natürlich genau auf die falsche Seite. Da sehe ich meinen Park ja nicht. Mensch, Rosalie, das ist aber blöd jetzt. Das ist aber blöd. Da setze ich mich jetzt woanders hin. Ich setze mich jetzt woanders hin. Kann ich mich in einen anderen Wagen auch noch setzen? Nee, ich kann mich nur in eine andere Reihe setzen. Ja, da... Ich hätte gerne den hier. Ja, ich mach mal so. So. Ich sitze schon wieder falsch. Kabine, genau. So, bin ich jetzt in der richtigen Kabine? Nein. Nein. Jetzt? Nein. Jetzt aber, oder? Nee, ich gucke mal in die falsche Richtung. Ey, ich will mal in die andere Richtung gucken. Ich will auf meinen Park gucken. Ist aber schön hier mit dem Schaukeln. Schaukeln ist cool. Aber ich würde schon ganz gerne auf meinen Park gucken. Ich gucke leider immer in die falsche Richtung. Ja, auch schön. Da, jetzt bin ich, glaube ich, richtig, oder? Reihe. Jetzt bin ich richtig, warte. Ja, ich sehe aber nichts. Na super. Es schaukelt einfach zu schnell. Es schaukelt zu schnell, um was zu sehen. Aber trotzdem schön. Man hat das Gefühl, es ist kurz vor dem Überschlag, oder? Ja, schön, dass wir es mal gesehen haben. Okay, so, jetzt erzähle ich euch aber erstmal, was ich denn hier so weiteres vorhab. Was habe ich denn hier so weiteres vor? Guck, ich bin jetzt hier bei 1000 Dollar. Ich würde Folgendes gerne machen. Ich zeige euch das jetzt. Ich würde ganz gerne mal hier eine Übersicht machen und dann zeige ich euch, was ich vorhab. So. Das Ganze dreht jetzt parkmäßig so ein ganz klein bisschen hier ein. So, und ich würde ganz gerne Folgendes machen. Ich würde gerne das Piratenland hier machen. Ich habe mir gesagt, hier könntest du auch schon ein bisschen Wasser machen. Piraten, ja, da kann man schon mal ein bisschen was mit machen. Das Ganze wäre ja cool, wenn das ziemlich viel Wasser ergibt. So. Und dann habe ich mir gesagt, ich stelle hier ein großes Schiff hin. Es gibt hier im Szenerien, Requisiten, gibt es ein großes Schiff. Ich guck mal eben, was das kostet. Da. 540, ja, das kann man sich leisten. So, das große Schiff steht hier irgendwo auf so einem Nebengewässer. Das Gewässer wird hier reingezogen. Dann steht das große Schiff hier mittendrin. Und da drumherum sind riesengroße Klippen. So, und durch die Klippen, so zwischendurch, oben richtig hoch, durch die Klippen, die Klippen sind hier so drumherum dann, um das Schiff. Und in den Klippen fährt, nicht sowas, sondern hier, mal gucken, irgendwas, sowas hier, so ein Auto. Oder die Magic Cuts, oder die fährt auf jeden Fall da in den Klippen dann irgendwie rum. Ja. So der Plan. Oder vielleicht kann ich dann auch hier mit dem Wildwasser-Ding irgendwas bauen. Ah, da muss man mal gucken. Das ist alles gar nicht... Ja. Man könnte auch gucken, dass man in die Klippen dann noch dieses Wildwasser-Ding integriert. Und dann
hier in das Becken reinfahren lässt, wo das Schiff dann da drin steht. Ah, da kann man so viel machen. Aber das können wir erst machen, wenn wir Geld haben. So. Und ich gucke jetzt mal. Ich muss noch mal eben kurz gucken. Also so richtig toll angenommen wird das hier nicht, oder? Obwohl da hier ein paar Expresspass-Fritzen auch noch einen Expresspass kaufen. Es kann auch sein, dass es den Leuten hier zu dunkel ist. Weil ich hier noch kein Licht habe. Aber das kann ich ja schon ändern. Wenn dunkel, sagt einfach Bescheid. Ich mache euch hier mit den Fackeln ein bisschen Licht. So. Wenn hier ein bisschen Licht. Es ist ja noch alles hier Provisorium. Wie ihr wisst. Es ist alles Provisorium hier. Weil. Und da hinten auch noch. Warte. Provisorium wird ja noch gebaut. Es wird noch weiter gebaut. Wenn ich das hier mit dem Schiff und so weiter baue, ja, dann mache ich das auf Stopp. Ich brauche aber garantiert da ein Kapital von bestimmt 15.000. Was macht die Fackel da oben? Nix. So, ich brauche da bestimmt ein Kapital von 15.000. Komm, jetzt kommen wieder ein paar mehr. Das ist toll. Und jetzt stehen da auch wieder Leute. Wie lange muss das denn, sag ich, habe ich dem gesagt und so weiter? Warte. Nee, komm, sei bitte voll besetzt, wenn du losfährst. Ja, also so viel muss sein. Das muss sein. So ein bisschen Szeneriekram kann ich ja hier schon mal reinbauen, oder? Jetzt, wo ich schon gerade hier bin, guck mal, ich habe jetzt hier 2000 Dings. Also es scheint jetzt einigermaßen gut zu gehen mit den Finanzen. Ich bin aber noch nicht sicher. Was mache ich denn jetzt hier? Was brauche ich denn? Ich brauche Piraten. Was haben wir denn hier alles an Piraten? Fässer. Dingens. Hier habe ich auch ganz viel Beleuchtung. Das ist alles piratenmäßig. Das ist toll. Wegweiser. Da ist nichts. Diverses. Ja, guck mal, bei Diverses habe ich doch Diverses. Oh, das ist aber klein. Passt das hier hin? Es würde hier so gerade eben hinpassen, oder? Auch wenn es ein bisschen in den Weg reinragt. Ist aber nicht schlimm. So, es würde da hinpassen. So, mal gucken. Ja, es passt. Es passt. Auch wenn es ein bisschen in den Weg reinragt. Wie gesagt, nicht schlimm. So. Piraten ist immer Palmen, oder? Wir müssen jetzt hier bei den Pflanzen uns mehr auf die Palmen konzentrieren. Bei Piraten. Oh, die ist aber krumm. Die ist ziemlich krumm. Die ist total krumm. Aber die könnte man hier so schön drüber ranken lassen. Guck mal. Ich bin schon wieder mitten im Designmodus. Merkt ihr das? Guck mal, die kann man hier so schön drüber ranken lassen. Was jetzt nicht so schlecht aussieht. Ja. Warte. Guck mal. Geht das? Und kommen die da lang vorbei? Ja, müssen sich ein bisschen Kopf einziehen, aber im Grundsatz funktioniert das. Upsala, Entschuldigung. Im Grundsatz könnte das funktionieren. Könnte. Ich könnte aber auch einfach sagen, mach mal nicht an Oberfläche ausrichten. Naja, es bleibt so krumm. So. So. Das war die krumme. Und ich habe doch noch die kleinen gehabt, wo ich gesagt habe, oh, die sind aber nur klein, oder? Da. So. Achso, mir hat einer noch ins Forum geschrieben, ich sollte bitte, womit er auch recht hat, wenn ich mehrere gleiche Pflanzen setze, dann sollte ich die doch drehen, damit die nicht zueinander immer gleich aussehen. Da hat er natürlich recht. So, habe ich jetzt gemacht. Okay. Ja, und damit auch ihr
und das finde ich total gut, legt Wert auf solche Sachen, dass das einigermaßen hübsch aussieht. Das finde ich gut, weil das ist ja auch mein Anspruch ein bisschen, dass das nicht einfach so irgendwie dahin geklatscht ist, sondern dass das schön aussieht. So. Und ich bin wieder hier mitten im Rumdesign. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Das ist halt so. So. Ja, komm. Setz dich dahin. Setz dich dahin. Upsala. So. Wie sieht denn das jetzt aus? Da habe ich einen kleinen Dschungel hingebaut. Was machen wir denn hier? Was machen wir hier? Was machen wir denn hier? Warte mal. Wir könnten nochmal gucken, ob wir hier bei den Sachen irgendwie noch was Piratenmäßiges dahinstellen können. Piraten. So, was haben wir denn noch? Schiffe kommen später, also die nehme ich garantiert hier noch. Nur jetzt nicht. So, was haben wir hier? Ach, das ist aber auch mit, oder? Das ist auch mit. Das sieht auch piratenmäßig aus. Was kostet? Egal. Hallo. Jetzt aber. Wollte nicht, so wie wir. So. Okay. Ja, ach, guck mal, da kommt der Reinigungsfritze. Die haben ja auch noch gar nichts zu sitzen. Ja, hier ist noch nichts mit Mülltonne. Aber er fegt schon mal, das ist super. Er fegt. Aber die könnten hier eigentlich sitzen, oder? Warte, dann mache ich hier noch ein bisschen Grün und ein bisschen Natur hin und dann können die hier auch sitzen. So, wo haben wir die Parkbänke? Habe ich irgendwas mit Piratenparkbank? Die hier, oder? Ja, passt aber hier nicht hin. Blöd, wie es ist. Und hier? Hier passt das hin. Guck, da können sie sitzen. Das ist toll. Da können sie sitzen. Das ergibt sich einfach so, seht ihr? Das habe ich jetzt nicht geplant, sondern das ergibt sich einfach, dass das jetzt mit dem ganz gut zusammenpasst. Eine Mülltonne noch? Piratenmülltonne? Palastmülltonne? Eine Parkmülltonne? Die sieht aber auch blöd aus. Ich habe keine Piratenmülltonne. Oder eine Fassmülltonne. Ist das? Doch, das ist doch, das ist es. So, hier, oder? Eine Fassmülltonne. Gut, Bäumchen noch hin? Natürlich, natürlich Bäumchen hier hin. Natürlich, guck mal so, so ein Bäumchen. So ein Bäumchen oder so eins. Warte, ich muss mal gucken, dass denen das nicht passt. Passt das da drunter her? Passen die da drunter her, wenn wir das so machen? Warte. Scheint drunter her zu passen, oder? So, jetzt ist er auf dem Boden. Ja, scheint drunter her zu passen. Okay. So. Findet ihr das denn jetzt ein bisschen toll hier? Mit der Schaukelei? Hat denn die Schaukelei hier das jetzt ein bisschen toll? Guck mal da. Warteschlange-Szenario-Bewertung. Erst 31% toll. Also, die findet das schon ein bisschen toll, was ich hier mache, aber es reicht noch nicht. So, was sagt denn meine Finanzsichererei? Pass auf, ich gehe mal eben hier in die Parkverwaltung. Ich werde jetzt mal mein Darlehen hier, das 5.000-Euro-Ding, das werde ich jetzt auch noch mal verstärkt zurückzahlen. Dass ich das möglichst schnell mal höher als 750 geht nicht. Aber das möglichst schnell loswerde. So. Also es scheint tatsächlich gut zu gehen mit meinen Finanzen. Sie fragen fest, Teacups ist zu lang. Warum ist die denn bitte schon wieder zu lang? Boah, die ist aber tatsächlich zu lang, oder? Die wollen hier alle unbedingt mitfahren. Sollen wir das teurer machen? Die wollen unbedingt alle mitfahren. Und das hat auch einen scheiß Durchsatz an Leuten. Ja, haben wir ja schon gesagt. Aber wenn ich das teurer mache, ja, dann ist irgendwann der Expresspass auch nicht mehr gerechtfertigt. Was zahlen die denn für den Expresspass eigentlich? Neun Euro zahlen die.
Tja, was soll ich dazu sagen? Wie macht sich der denn bemerkbar, der Expresspass?